Jawohl, sehr schön. Ja, hi, ihr kennt mich hoffentlich noch. Diesmal auf dieser Seite der Bühne in meiner Funktion als Backend-Entwickler bei Eoki. Ihr findet mich auch auf Twitter oder könnt mich einfach stalken per Google und mir da eure Fragen stellen. Falls es welche gibt, mein Thema heute ist On-Demand-Mobilität und der ÖPNV. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage oder einem kurzen Check in der Runde. Wer denkt denn, er weiß, was On-Demand-Mobilität ist? Wer kann sich darunter was vorstellen? Kurz mal die Hand hoch. Ah, gar nicht so schlecht, sehr schön. Ich fasse es nochmal kurz zusammen und wir fangen mal von der anderen Seite an. Also, wenn ihr mal an euren klassischen Stadtbus denkt, ja, den bezeichnet man als einen sogenannten fahrplangebundenen Linienverkehr. Das bedeutet, es gibt einen festen zeitlichen und einen festen räumlichen Ablauf. Hier mal ein Beispiel aus der Region. Und man sieht ja schon ganz genau, für die nächsten 6 Monate ist ganz genau klar, wann ist der Bus wo, wo kommt er her und wo wird er hinfahren. Und das Tolle an dem System ist, es ist wirklich sehr effizient. Es gibt nämlich keinen zusätzlichen Kommunikationsaufwand. Der Fahrer, der Mitfahrer, die müssen eigentlich nie miteinander sprechen. Es gibt eine Grundwahrheit, das ist der Fahrplan. Und solange sich da jeder dran hält, sind eigentlich keine Fragen offen. Und genau deswegen ist dieses System auch für sehr, sehr viele Use Cases ziemlich interessant und macht super viel Sinn. Es hat eigentlich nur 2 Haken und das ist, da es ein statisches System ist, ist es von Natur aus unflexibel und es benötigt eine bestimmte Auslastung, ansonsten lohnt sich das nämlich nicht. Und der Begriff On-Demand ist ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufgepoppt. Tatsächlich ist es aber so, kleiner Fun-Fact, dass es in Deutschland schon seit über 40 Jahren On-Demand-Verkehre gibt. Friedrichshafen 78 ist der erste gestartet. Und ihr kennt es wahrscheinlich unter klassischen deutschen Begriffen, wie zum Beispiel dem Anruf-Sammeltaxi oder dem Rufbus. Hier mal ein Beispiel aus dem Landkreis Fürth. Da seht ihr auch gleich das Problem mit der Auslastung. Normalerweise fährt ein Linienbus, aber zu den Randzeiten, wenn es nicht genug Auslastung gibt, fährt ein Anruf-Sammeltaxi. Und das fährt eben nur, wenn man mindestens 1 Stunde vorher anruft. So, heutzutage On-Demand-Mobilität. Interessanter denn je, aus 2 Gründen. Auf der einen Seite gibt es neue Kommunikationswege und auf der anderen Seite ist das Konzept On-Demand-Mobilität durch den technischen Fortschritt viel skalierungsfähiger als früher. Das will ich euch kurz erklären. Einmal die Kommunikationswege. Klar, heutzutage, jeder hat ein Handy, jeder hat mobiles Internet. Das bedeutet, wenn man sich heutzutage On-Demand vorstellt, ist das vielleicht nicht mehr 1 Stunde vorher anrufen, sondern man will wirklich ganz flexibel auf Abruf sich eine Fahrt sichern, die in Echtzeit buchen und dann auch in Echtzeit Status-Updates bekommen zur Fahrt, wie zum Beispiel die Position des Fahrzeugs, mögliche Verspätungen, was einen da so interessiert. Und auf der anderen Seite der Skalierungsfaktor. Für kleine Flotten, wie zum Beispiel 1, 2 Rufbusse, kann man das noch händisch machen, die zu disponieren. Aber wenn man über größere Flotten nachdenkt, dann funktioniert es nicht mehr in einem kleinen Raum mit vielen Autos. Und durch den technischen Fortschritt sind wir heutzutage in der Lage, durch automatisiertes Dispatching auch größere Flotten auf kleinem Raum einzusetzen. Und das eröffnet ganz neue Anwendungsfälle und ganz neue Märkte, die es bis vor kurzem auf die Art von Verkehr waren die noch gar nicht praktikabel. Ja, jetzt schauen wir uns doch noch mal kurz die Mobilität von heute an. Martin hat es schon ganz gut vorgelegt. Ihr kennt jetzt die Herausforderungen in Stadt und Land. In der Stadt, der Verkehr nimmt immer weiter zu. Wir haben Stau, wir haben Umweltverschmutzung, wir haben Parkplatzprobleme. Und auf dem Land, da entscheiden sich immer noch oder immer mehr Leute gegen den öffentlichen Verkehr für das eigene Auto. Und teilweise eben auch, weil es für die erste, letzte Meile von zu Hause bis zum nächsten Bahnhof auch einfach kein passendes Angebot gibt für die Leute. Und das macht Probleme, das kostet viel Geld, das kostet Zeit, das kostet Nerven. Die Städte sind voll, man findet keinen Parkplatz, die Autos sind leer, da sitzt meistens nur einer drin und der ÖPNV, der bleibt oft ungenutzt. Und das mit dem ÖPNV bringt sogar 2 Probleme mit sich. Auf der einen Seite, wenn keiner im Zug sitzt, dann gibt es noch viel mehr Verkehr auf der Straße. Und mittel- oder langfristig gedacht ist es aber auch so, wenn niemand den ÖPNV nutzt, dann wird das zu einer Verschlechterung des Angebots führen. Gut,
In der letzten Dekade haben sich viele neue On-Demand-Mobilitätsanbieter etabliert. Ihr kennt die bestimmt, Ride-Hailing, Ride-Sharing-Startups wie Uber oder Lyft. Die haben ein beeindruckendes, schnelles und globales Wachstum hingelegt, haben sich in vielen Regionen und Städten als Mobilitätsalternative etabliert und bringen da tatsächlich auch richtig große Flotten auf die Straße. Und gerade weil das so ist, weil die sich als Mobilitätsalternative etabliert haben, wird es jetzt aber auch mal Zeit, dass man sich dann fragt, bringt das denn die gewünschte Entlastung? Also hilft uns das bei den Problemen, die wir gerade gesehen haben? Und dazu gibt es auch Studien, und die haben aber festgestellt, durch die fehlende Integration in die bestehenden Transportsysteme, wie den ÖPNV, wird der Nahverkehr verdrängt. Und statt weniger Autos auf der Straße, bringen Uber und Lyft mit ihren Transportlösungen mehr Autos auf die Straße, verdrängen damit den Nahverkehr und nehmen allen Platz weg, auch dem Rad- und dem Fußgängerverkehr. Ein gutes Beispiel gibt es hier aus der Studie aus New York. Das ist nämlich auch tatsächlich richtig viel, also fast 1 Milliarde Kilometer über den Verlauf von 3 Jahren zusätzliche Autos, zusätzlicher Autoverkehr in den Städten, hier nur in New York. Und das liegt daran, dass es ein Parallelangebot ist und nicht oder zumindest nicht ausreichend mit den bestehenden Mobilitätsangeboten kooperiert. Und das ist ein Problem. Und meiner Meinung nach ist die Lösung eine intelligente Integration in den ÖPNV. Denn wenn wir nach Lösungen gucken, was wir eigentlich wollen, ist auf der einen Seite, wir wollen die Städte entlasten, statt mehr Autos auf die Straße bringen, wollen wir Fahrten zusammenlegen, den Nahverkehr optimaler nutzen, sodass alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur die Motorisierten, mehr Platz haben und dadurch im Endeffekt dann auch die Umwelt schonen. Und das Gleiche gilt für den ländlichen Raum. Auch hier gilt es, das Mobilitätsangebot zu verbessern, bessere Anbindungen an den ÖPNV zu schaffen, bessere Zulieferer für die letzte Meile von deinem Zuhause bis zum nächsten Bahnhof, das Angebot flexibler gestalten und auch da die Kehrtwende zu schaffen, statt aus dem Abbau heraus in den Ausbau hinein. So kann man sich das vorstellen, das wünschen wir uns und tatsächlich ist das auch das, wo wir den ganzen Tag dran arbeiten. Wir, das ist die Firma, für die ich arbeite, die IOKI GmbH. Wir sind ein Unternehmen der Deutschen Bahn und sitzen hier in Frankfurt, sind noch relativ jung, erst vor 2 Jahren auf der Bildfläche erschienen. Und unser Ziel ist es, nicht möglichst viele neue Autos zu verkaufen oder das wertvollste Startup der Welt zu werden, sondern wir sind ein Teil der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn ist auch ein Teil von uns. Und unser Ziel und auch unsere Kompetenz ist es, möglichst öffentliche, nachhaltige Verkehre zu schaffen, weil es das ist, was wir tatsächlich auch schon seit über 100 Jahren machen. Und unser Ziel ist es also, der ÖPNV selbst, der hat jetzt schon eine große Palette an unterschiedlichen Angeboten, die S-Bahn, die U-Bahn, die Busse, der Fernverkehr. Und unser Ziel ist es, mit individuelleren On-Demand-Angeboten dieses Gesamtpaket ÖPNV zu stärken und attraktiver zu machen. Und ja, wie machen wir das? Was wir bauen, ist eigentlich eine Art Mobility as a Platform. Wir bieten Services und Produkte, die es Verkehrsanbietern ermöglichen, ihre eigenen On-Demand-Projekte oder ihre eigenen On-Demand-Verkehre auf die Straße zu bringen. Und das kann unter unserer Fahne laufen, wir machen das aber auch gerne als White Label, denn auch auf dem Level ist es wichtig, wenn man eine richtige Integration erreichen will, dann muss man den Verkehrsanbietern ermöglichen, das in ihr bestehendes Angebot möglichst gut zu integrieren. Und wir machen das meistens in 2 Schritten. Auf der einen Seite haben wir eine relativ hohe verkehrsplanerische Fachkompetenz. Das heißt, wir wissen, wie man das angeht, einen neuen On-Demand-Verkehr auf die Straße zu bringen. Wenn wir in ein neues Gebiet gehen oder in eine neue Stadt, dann versuchen wir da die passenden Gebiete zu identifizieren. Denn gerade in der Stadt, das Stadtzentrum ist meistens relativ gut angebunden an den Nahverkehr. Oft macht es Sinn, sich da auch mal die anderen Gebiete anzugucken und zu gucken, wo drückt denn der Schuh wirklich. Und das machen wir. Wir simulieren Verkehrsnachfragen, machen Mobilitätssimulationen, Erreichbarkeitsanalysen, um herauszufinden, wo wir unsere Services denn am effizientesten einsetzen. Und wenn gewünscht, dann begleiten wir den Kunden auch noch weiter, planen den Betrieb, die Fahrzeugdisponierung,
Denn wenn man neue Verkehre einführt, ist es oft so eine Art Henne-Ei-Problem, dass man sich nicht sicher ist, mit wie vielen Fahrzeugen soll ich starten, was sind sinnvolle Betriebszeiten. Und auch da helfen wir, dass wir das Ganze in einen wirtschaftlichen Betrieb umwandeln können. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich, wir betreiben unsere eigene On-Demand-Plattform, auf der das Ganze dann stattfindet. Die hat vier Säulen, die kann ich jetzt mal kurz vorstellen. Also auf der einen Seite das Backend, das ist wirklich unser automatischer Disponent, der alle Autos kennt und dann die entsprechenden Passagiere auf die Autos aufteilt, automatisch vermittelt, darauf getrimmt ist, die ganze Flotte zu optimieren, sodass die Wartezeit für die Kunden minimiert wird. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Auslastung der Autos maximiert wird, dass man möglichst viele Fahrten in ein Auto stecken kann. Das Ganze ist natürlich möglichst schnell und skalierbar. Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, das Ganze konfigurierbar zu halten, weil ihr euch natürlich vorstellen könnt, dass jede Stadt unterschiedlich ist und auch jeder seine eigenen Bedürfnisse hat. Wir haben ein Operator-Tool, das könnt ihr euch vorstellen, wie die Administrationsoberfläche für den Verkehrsbetreiber selbst. Der braucht eine Übersicht, was seine Fahrzeuge so treiben, kann der in Real-Time seine Flotte verfolgen und eben auch die Einsatzplanung für seine Fahrer und Fahrzeuge durchführen. Und wichtig, es gibt ja keine klassische Linie mehr. Also wir machen das entweder von Adresse zu Adresse oder haltestellenbasiert, aber das heißt, wenn der Fahrer morgens losfährt, dann weiß er ja nicht mehr, wo er hinfahren soll. Das ergibt sich ja erst, ist ja on demand. Und deswegen gibt es auch eine Tablet-Lösung für den Fahrer selbst, die ihm zeigt, welche Stationen er abfahren muss, wo jemand einsteigt, wo jemand aussteigt. Und die letzte Säule ist tatsächlich das, was dann der Passagier selbst sieht, die Fahrgast-App. Auch die ist stark individualisierbar, dass es der Verkehrsanbieter in sein Angebot integrieren kann. Wir gehen da aber auch noch ein bisschen weiter, beispielsweise die Bezahlung. Neben Bar bieten wir da auch andere Optionen an, wie zum Beispiel Kreditkarte, Apple Pay oder sogar eine komplette Integration in das Ticketsystem, Ticketing-System des Anbieters. Gut, und zu guter Letzt würde ich euch gerne noch zeigen, wie diese Projekte wirklich auf der Straße aussehen. Wir haben tatsächlich ein Projekt hier in Frankfurt am Laufen, unser Testpilot. Leider nur zugänglich für Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Das war unser erstes Projekt. Ja, läuft hier leider unter Werksverkehr. Gestartet im November 2017, ist, glaube ich, so das größte On-Demand-Testlabor, was es gerade in Deutschland gibt. Fahren hier trotzdem wirklich echte Fahrer, 17 Fahrzeuge, alles von dem kleinen E-Tuk-Tuk da unten bis hier zu dem Wasserstofffahrzeug, was ihr auf dem Bild seht. Wir haben hier auch schon 25.000 Fahrten gemacht, über 33.000 Passagiere befördert und lernen hier super viel. Einmal im operativen Bereich, aber wir testen ja auch immer die neuesten Features direkt aus. Auf der anderen Seite sind wir auch im Rheinland-Pfalz aktiv, in Wittlich. Oh ja. In Wittlich, der erste digitale Rufbus. Die hatten vorher schon ein Rufbussystem, das haben wir jetzt durch unser System ersetzt. Ist natürlich ein kleinerer Maßstab, aber für uns ist es wichtig, dass wir auch wissen, dass das auf dem Land funktioniert. Hier sind wir aktiv seit Mai 2018 in Kooperation mit dem Rhein-Mosel-Bus. Und was hier noch wichtig ist, ist, ihr seht, in diesem Fall ist es nicht nur per App buchbar, sondern auch per Telefon, weil es für uns wichtig ist, dass diese Art von Technologie und Mobilität zugänglich ist für möglichst viele Menschen. Und gerade auf dem Land sind da auch Senioren natürlich sehr von abhängig. Das heißt auch hier, möglichst barrierefrei, rollstuhlgerecht und per Telefon buchbar. Und zu guter Letzt, unser bisher größtes Projekt. Wir sind in Hamburg aktiv. Das ist tatsächlich der erste hundertprozentig in den öffentlichen Verkehr integrierte On-Demand-Verkehr. Was das bedeutet, wir machen das in Kooperation mit der VHH. Wir sind in Hamburg in den Stadtteilen Lürup und Osthoff unterwegs. Ihr seht hier die super schicke Elektroflotte. Das sind quasi London Cabs mit Elektromotor. Super schick, super praktisch. Und hier ist es tatsächlich so, wir sind in den öffentlichen Personennahverkehr integriert. Das bedeutet, wenn du da oben ein ÖPNV-Ticket hast, dann kannst du mit diesen Fahrzeugen fahren. Du kannst dich von zu Hause zur S-Bahn-Station fahren lassen. Und das jeden Tag rund um die Uhr. Die Autos sind natürlich auch rollstuhlfreundlich. Wir sind da am Start seit Sommer letzten Jahres und ja, haben schon über 85.000 Fahrten, über 110.000 Passagiere transportiert.
Gut, das ist also das, an was wir gerade arbeiten. Wir erschaffen einen zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehr, indem wir individuelle On-Demand-Services mit dem klassischen ÖPNV kombinieren. Wie gesagt, wir kommen aus Frankfurt, wir suchen immer Verstärkung, wir hängen da vorne am Jobboard, ioki.com/jobs oder einfach mich anhauen. Und das war's von mir. Vielen Dank. Ja, gibt es Fragen? Okay, also danke für den Vortrag. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den bestehenden Angeboten, würde ich sagen, das Taxi kommt Ihnen am nächsten. Haben Sie mal verglichen, wie viele von Ihren Fahrzeugen Sie in der Stadt brauchen, bis Sie ähnliche Antwortzeiten bekommen wie das Taxi, also wie lange man braucht, um das Fahrzeug vor der Haustür zu haben? Ja, also wir haben da, also ich würde es nicht direkt mit dem Taxi vergleichen, weil es zumindest so ist, dass wir tatsächlich darauf abzielen, mehrere Parteien in einem Shuttle unterzubringen. Also deswegen fahren wir auch nicht mit normalen Limousinen, sondern eher mit Fahrzeugen, die auch mehrere Parteien halten können. Also auch das tatsächlich das London Cab, da passen recht viele Leute rein. Und ich kann es nicht genau sagen, weil bei uns ist es so, wir haben spezielle Service Level, wo wir sagen, wir wollen die Leute auch gar nicht länger als vielleicht 15 oder 20 Minuten warten lassen. Deswegen kappen wir das oben auch ab. Im Zweifelsfall muss man halt doch den Bus nehmen. Aber ja, also im Endeffekt kann man das je nach Produkt auch einstellen, wie man das haben will. Ich will noch ein, was? Ich würde es gerne so erklären. Man kann sich das vorstellen, man macht da ja eine gewisse Art Kompromiss. Also ein Taxi selbst, das macht komplett das, was du willst. Dafür bezahlst du relativ viel Geld. Und ein Zug, der macht wirklich überhaupt nicht, was du willst. Der fährt lang, wo er will und auch zu der Uhrzeit. Und dafür bezahlst du aber viel, viel weniger Geld. Und unsere Aufgabe ist es, je nach Produkt, da den Sweet Spot dazwischen zu finden. Und der ist je nach Region und je nach Anforderungen tatsächlich dann auch jedes Mal anders. Ich habe eine Frage zu den Zahlen. Ich habe jetzt mal kurz überschlagen die Zahlen von Frankfurt. Das waren irgendwie 32.000 Passagiere, 25.000 Fahrten. Da kommt bei mir so 1,2 Leute pro Fahrzeug raus. Das ist ja jetzt noch nicht so pralle gegenüber dem Pkw-Verkehr. Das macht aus meiner Sicht vor allen Dingen dann Sinn, wenn es wirklich ein Zubringerverkehr für den ÖPNV ist. Wie stellt ihr denn zum Beispiel in Hamburg sicher, dass die Leute nicht mit dem Auto direkt von A nach B, wo sie hinwollen, sondern von A zur S-Bahn-Station, die am nächsten an A dran ist, und von da aus wieder ins ÖPNV-Netz? Also wie versucht ihr sicherzustellen, dass ihr keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zum ÖPNV seid? Also in Frankfurt ist es teilweise dadurch bedingt, dass wir da nicht die komplett freie Wahl haben, wie wir unser Produkt gestalten können, weil es gewissen Regeln unterliegt, dadurch, dass wir da als Werksverkehr laufen. In Hamburg haben wir tatsächlich bessere Pooling-Zahlen und da stellen wir das dadurch sicher, dass wir nicht von Adresse zu Adresse fahren, sondern von Adresse zu Station. Also wenn du Glück hast und an der S-Bahn-Station lebst, dann kannst du trotzdem von Adresse zu Adresse fahren. Aber ansonsten ist es so, dass wir quasi dadurch den Zubringergedanken schärfen, indem wir sagen, wir holen dich irgendwo ab, fahren dich aber nur an eine Station. Oder umgekehrt. Und das klappt tatsächlich also wir haben dafür auch Zahlen und können sagen, tatsächlich benutzen das viele Leute auch als dieses Feeder-System. Gerade in der Kombination damit, dass es momentan so ist, wenn du eine gültige ÖPNV-Karte hast, dann bringen wir dich mit dieser ÖPNV-Karte zu deinem Verkehrsmittel. So, hallo, mein Name ist Ottmar Schild. Ich nehme mal an, dass ihr ganz Deutschland datenmäßig analysiert habt. Ich vermute auch, dass ihr dann kalkuliert habt, wo ihr mit welchem Angebot gut vielleicht fahren könnt. Ich kann mich aus einem anderen Medienbericht erinnern, dass irgendwo in Sachsen-Anhalt, ich glaube im nördlichen Kreisen, diese Busangebote on demand ziemlich das Beste sind, was in Deutschland momentan existiert. Da wäre meine Frage, habt ihr das irgendwie auch mal analysiert
oder habt ihr sogar Software oder umgekehrt die vielleicht bessere wie ihr, die ihr dann irgendwie austauscht? Du hast ja da auch ein Beispiel gebracht hier aus der Mosel da. Und da gibt es natürlich auch das Gegenteil. Es gibt ja auch Gegenden wie Schleswig-Holstein auf dem Land, wo so ziemlich grausam ist, irgendwo hinzukommen, wenn man kein Auto hat. Also mich würde die Datengrundlage, die würde mich interessieren, wie ihr das gemacht habt. Also bei uns bildet meistens die Grundlage, wir suchen jetzt nicht aus ganz Deutschland aus, sondern bei uns ist es so, wir wollen das ja in Kooperation mit anderen Verkehrsanbietern machen. Also wir suchen uns quasi nicht auf der Landkarte irgendetwas aus, sondern machen das dann zum Beispiel jetzt in Hamburg mit dem dort ansässigen Verkehrsanbieter in Kooperation. Genauso auch in Wittlich. Und das ist eigentlich auch unser Ziel. Deswegen geht es da natürlich auch darum, mit wem wir da in Kontakt kommen. Also keine ganz freie Auswahl.